Sollte das eine Parodie werden? Parodie? Deine Beschreibung, wie der Vater von Rafa ins Zimmer kommt. Sein Auftreten ist lächerlich, so wie er sich anzieht. Du überzeichnest die Figur, um den Leser zum Lachen zu bringen, oder? Nein, ich schwör's, er ist wirklich so. Dann ist das also Realismus. Realismus, was heißt das? Als hättest du eine versteckte Kamera. Oder würdest du durch ein Schlüsselloch schauen? Aber nein. Dann ist es eine Stilisierung. Beschreibst du, was du siehst, oder transformierst du es? Ich schreibe nicht alles. Ich beschreibe nicht die Farbe des Trainingsanzugs. Mir egal, ob er grün oder blau ist. Warum im Präsens? Warum bist du ins Präsens gewechselt? Für mich wird es so möglich, in ihrem Haus zu bleiben. Verstehe. Die erste Frage, die sich ein Schriftsteller stellen muss, lautet, für wen schreibe ich? Für wen schreibst du eigentlich? Es ist leicht, das Schlechteste in einem Menschen aufzuzeigen, damit sich die Mittelmäßigen, die sich überlegen glauben, über ihn lustig machen, ihn lächerlich finden. Viel schwieriger ist es, sich einer Figur wirklich zu nähern. Ohne Vorurteil, ohne sie zu verdammen. Denk an Flaubert, er ist das perfekte Beispiel. Er urteilt nicht über seine Figur. Gut. Sehen wir uns morgen zur gleichen Zeit? Ja. Wieso helfen Sie mir? Weil ich dein Lehrer bin und das meine Aufgabe ist. Ja, aber warum mir und nicht den anderen? Ich gebe nicht gern überflüssige Komplimente, aber ich finde, dass du recht gut schreibst. Du verdienst es, dass man dich unterstützt. Danke, Monsieur. Bis morgen. Was ist dir denn zugestoßen? Weißt du, was passiert, wenn ein gegnerischer Spieler einen Spieler der eigenen Basketballmannschaft anrempelt und verletzt? Nein, keine Ahnung. Fasst einer einen Mitspieler von mir an, hau ich zurück. Schlag für Schlag. Mein Vater und ich, wir sind ein Team. Ja, ich weiß. Und meine Mutter? Auch wenn sie nicht Basketball spielt, wer sie anfasst, kriegt Ärger. Ah ja. Und wenn ein Schlaumeier wie du vorhat, sie zu verletzen, dann poliere ich dem Schlaumeier die Fresse. Und seinem Vater auch. Und wenn der Schlaumeier rumerzählt, dass du ihn geküsst hast und eine Schwuchtel bist? Hä? Was machst du dann? Ich habe nachgedacht. Diese Versöhnung der glücklichen und wiedervereinten Familie, die ist einfach nicht möglich. Setz einen Schlusspunkt hinter diese Geschichte. Ich habe aufgehört zu schreiben. Betrittst du das Haus der Rafas nicht mehr? Nein, das wollten sie doch. Zu gefährlich. Ich arbeite jetzt allein. Ich mache nur Mathe. Mathematik enttäuscht einen nie. Option A. Die Rafas töten Claude. Option B. Claude tötet die Rafas und bleibt mit Esther in ihrem Haus. Option C. Esther brennt das Haus nieder mit den drei Kerlen drin. Sie müssen sich nur ein Ende aussuchen und die Fortsetzung schreiben. Das ist deine Aufgabe. Das ist nicht meine Geschichte. Das ist nicht meine Aufgabe. Weißt du, was ein guter Schluss ist? Kennst du sein Geheimnis? Der Leser muss sich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber eigentlich kann es gar nicht anders ausgehen. Option D. Esther wiederholt pausenlos. Selbst mit bloßen Füßen würde der Regen nicht tanzen. Sie erträgt das Leben nicht mehr in diesem schrecklichen Haus, neben ihrem schrecklichen Mann und ihrem schrecklichen Sohn. Alles ist sinnlos geworden. Sie hat das Gefühl zu ersticken. Also geht sie auf die Terrasse und da ist er. Sitzt auf der Parkbank. Er wartet. Also läuft sie zu ihm. Sie erreicht ihn. Die beiden küssen sich. Das ist Barbara Cartland. Dieses Jahr haben wir die Gelegenheit, die großen Dichter der französischen Literatur kennenzulernen. Und natürlich will ich euch dazu anregen, zu schreiben, Geschichten zu erzählen. 6, 5, 4-, so schlecht sind Sie dieses Jahr? Die schwächste Klasse meines Lebens. Ah, hörst dir an. Samstag habe ich eine Pizza gegessen und ferngesehen. Sonntag war ich müde und habe nichts gemacht. Ich hatte von Ihnen kein Epos in Alexandrinern verlangt. Sie sollten lediglich Ihr Wochenende beschreiben. Samstag war ich zum Lernen bei Raphael Lartol. Als ich das Haus erkundete, erregte ein Duft meine Aufmerksamkeit. Der eigentümliche Duft einer Frau aus der Mittelschicht. Findest du es nicht schockierend, dass ein 16-jähriger Schüler sowas schreibt? Nein, nein, das schockiert mich überhaupt nicht. Du hast Talent. 1-, obwohl er sich über seinen Freund und dessen Mutter lustig macht. Zurück bei der normalen Familie helfe ich erneut Rafa. Hey! Sollte das eine Parodie werden? Was selten ist, ist, dass jemand möglichst nah an die Figuren kommt. Wieso hast du ins Präsens gewechselt? Für mich wird's so möglich im Haus.
zu bleiben. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich versuche, ihm was beizubringen über Literatur. Du musst dir eine einzige Frage stellen. Wie geht die Geschichte weiter? Er hat ihnen beim Sex zugesehen. Aber das sind doch Kunstfiguren, Jean. Die Sache klingt glaubwürdig und von Mal zu Mal gefährlicher. Du bist zu weit gegangen. Sie haben mich doch dazu gedrängt. Vergiss dir was. Ich will weiterschreiben. Das geht nicht gut aus. Ich spüre es. Das geht nicht gut aus. Sie haben meinen Sohn öffentlich erniedrigt. Sie haben Scheiße gebaut. Ich habe nur seinen Aufsatz korrigiert. Er manipuliert dich. Du willst ihm was beibringen und er erteilt dir eine Lektion. Ich mache mich auf die Suche nach einem Schluss. Einem Schluss für Monsieur Germain. Einem Schluss für meinen Lehrer.